Er sagt, stellen Sie sich vor, wir haben eine religiöse Zeremonie und wir wollen mit dem großen Elefanten durch die kleine Dorfgasse durch in dieser Zeremonie. Dann ist das Problem der Rüssel des Elefanten, der ist immer in Bewegung, lebensgefährlich. Also was macht der Elefantentreiber? Er gibt dem Elefanten einen Stab zum Tragen. Dann trägt der Rüssel den Stab und er bewegt sich nichts, können Sie durch die engste Gasse mit dem größten Elefanten. Und er sagt, unser Geist ist wie der Elefantenrüssel, immer in Bewegung. Und mit dem Mantra geben wir ihm den Stab. Also den Geist ruhig stellen. In Zeiten von Stress, Problemen, Konflikten etc. den Geist ruhig stellen. Hier und jetzt Übungen haben Sie schon kennengelernt. Wir haben auch schon darüber gesprochen, dass man Flow erzeugen kann. Habe ich gestern klar ausgedrückt, wo Flow passiert? Ja, gell? Das ist die Fähigkeit, wo wir uns langweilen, weil wir es gut können. Hier ist es zu schwer und dazwischen ist Flow. Immer außerhalb des Rahmens, was ich gerade kann, 1 Millimeter weiter, kann ich vollbewusst diese Tätigkeit ausführen. Das kann man, wie gesagt, vom Geschirrwaschen über Duschen, Haare waschen und so weiter bei jeder Tätigkeit machen. Ist eine ganz besondere Art von Hier und Jetzt Übung und hilft uns wesentlich lockerer zu werden, wenn wir das öfter tun. Jetzt, wer von Ihnen hat schon mal meditiert? Schon sehr viele. Haben Sie schon in Ihren Seminaren Meditation vorgeschlagen für Ihre Teilnehmer? Darf ich Ihnen dazu noch einen Tipp geben, was ich bei Meditation immer dazu sage? Der eine Punkt ist, schlagen Sie eine mantrische Meditation vor oder eine, wo man die Atemzüge zählt. Wer macht eher mantrisch? Hand hoch. Einige, wer macht eher Atemzüge zählen? Mehrere, gut. Jede Technik ist recht. Also für die, die sich noch nicht intensiv befasst haben, Meditation ist nichts anderes als sich hinsetzen, zum Beispiel 10 Minuten lang, und versuchen, den inneren Monolog zu stoppen. Der innere Monolog sind die Selbstgespräche des kleinen Ego. Und er hält sich ständig wach und an sich selbst dran, indem er redet. Wenn er aufhört zu reden, hat er Angst, sich zu verlieren. Darum haben wir ständig diese Gedanken im Kopf. Übrigens, ich glaube, es ist Pierce, der in seinem Buch auch sagt, dass das im Alter von circa 12 Jahren passiert. Kleine Kinder denken noch nicht die ganze Zeit wie wir. Darum führen sie ja externe Selbstgespräche, weil sie das noch nicht verinnerlicht haben. Ungefähr im Alter von 11, 12 Jahren beginnt, manchmal 13, 14, beginnt dann dieser innere Monolog, der, wenn wir älter als 20 sind, theoretisch vom Gehirnbesitzer gestoppt werden könnte, so wir uns darum bemühen. Bloß haben wir uns in der Regel darum nicht bemüht und darum fällt es uns so schwer. Wenn wir also sagen, 10 Minuten lang den inneren Monolog stoppen oder Dialog, wir reden ja oft mit uns selbst, als seien das mehrere Stimmen. Zum Beispiel im Schneidersitz sitzen. Ich finde es immer gut, wenn man eine Sitzhaltung einnimmt, die nicht der normalen entspricht, weil man einfach mental in einen anderen Rahmen kommt. So, dann haben die Leute ein ganz bestimmtes Problem dabei. Ob sie jetzt den Atem zählen oder ob sie ein Mantra innerlich andauernd wiederholen, das sind die leichtesten Techniken, dann haben sie ein ganz bestimmtes Problem dabei. Und da möchte ich Ihnen einen Tipp geben, das kommt immer sehr gut an. Jetzt muss ich mal schauen. Ja. So. Wenn Sie sich also so, man braucht ja keinen Lotussitz machen, nicht? Das reicht vollkommen. So. Wenn Sie den da machen, dann kriegen Sie den runden Rücken. Ganz klar. Das ist die Haltung, in der die Nomaden vom Boden essen. Also nicht vom Boden, sondern Schälchen, die am Boden stehen. So. Das heißt, bietet sich an, in dieser Haltung einen runden Rücken zu haben. Dann kommen die Meditationsprofis und sagen, du musst aber einen geraden Rücken machen. Dann machen sie einen geraden Rücken, dann tut ihnen das weh. Dann sagen die Meditationsprofis, das muss so sein. Das ist falsch. Was die oft nicht verraten ist, wir brauchen etwas unterm Hintern. Wenn sie hier irgendwas haben, zusammengerolltes Handtuch, Schuhspitzen, haben sie null Probleme gerade zu sitzen, tut ihnen gar nichts weh. So eine Lappalie wird oft verheimlicht. Einverstanden? Dann kann jeder im Schneidersitz, wenn er will, sitzen. So, zu dem Mantra, also einem Wortklang, den man ständig wiederholt. Gibt es ein brillantes Buch? Haben wir ihn auf der Leseliste? Erst war ran? Ich war ran? Ja.
Dieser Mann hat ein wunderbares Buch geschrieben. Wer von Ihnen hat den Easwaran, also er spricht sich Easwaran, schon mal gelesen? Einige wenige. Empfehlen Sie es auch weiter? Easwaran. Dieser Mann ist Inder und beschreibt eine Mantram-Technik, die nicht in der sitzenden Meditation verwandt wird, obwohl man das auch machen kann, aber dann soll man bitte ein anderes Mantram nehmen für die sitzende Meditation, als für das, was ich Ihnen jetzt erzähle. Diese Technik ist im Grunde uralt und war auch in Europa schon bekannt, aber ist wieder vergessen worden. Und zwar ist der Gedanke dahinter sowas von einleuchtend und phänomenal, dass man ihn sofort kapiert. Und er sagt, unser Geist ist wie der Elefantenrüssel, immer in Bewegung. Und mit dem Mantram geben wir ihm den Stab. Also den Geist ruhig stellen. In Zeiten von Stress, Problemen, Konflikten etc. den Geist ruhig stellen. Jetzt brauche ich nicht, unabhängig davon, ob ich sitzend meditieren will, sitzend meditieren und Zeit dafür nehmen, sondern diese Art des Mantram ist ein tägliches Praxismantram. Das heißt, Sie suchen sich einen Wortklang, den Sie ständig wiederholen wollen. Er gibt Ihnen einige Angebote in seinem Buch. Das muss jeder mit sich ausmachen. Lassen Sie bitte das lange Vorwort von Professor Applegate weg. Überspringen Sie die 20 Seiten, lesen Sie zunächst nur, was Easwaran selber zu sagen hat. Dann kommen Sie relativ schnell an die Stelle, ich glaube auf Seite 48 oder was, wo er Ihnen die Möglichkeit gibt, sich ein Mantra zu finden. Und den Rest des Buches können Sie dann danach lesen, wenn Sie schon anfangen. Sie üben das Mantra in Situationen, in denen Sie mit Ihrer Aufmerksamkeit nicht voll beschäftigt sind, also bitte nicht beim Autofahren. Das heißt in Zeiten, wenn Sie zum Beispiel einkaufen gehen, durch den Laden da gehen oder weiß ich was, kann man innerlich sein Mantra wiederholen. Es dauert ungefähr 4 bis 6 Wochen, bis es greift. Ungefähr, wenn Sie pro Tag immer wieder mal ein paar Minuten das Mantra nebenbei machen. Sie müssen keine Sekunde Ihrer wertvollen Zeit investieren. Und dann können Sie das Mantra einsetzen, wann Sie es brauchen. Zum Beispiel Einschlafprobleme, Vergangenheit, Mantra. Statt über irgendwas nachzudenken, was Sie nervt, machen Sie Ihr Mantra. Leider schlafen Sie dabei sehr bald ein. Was soll's? Sie haben einen schwierigen Kunden, ein schwieriges Gespräch, Mantra. Sie warten auf eine Verbindung zu einem schwierigen Kunden, die dauert ein bisschen. Sie können natürlich ungeduldig trommeln und in dieser Verfassung dann da sein, wenn der Kunde in der Leitung ist. Sie können auch Ihr Mantra machen und sind ruhig und gelassen und ganz im Hier und Jetzt, wenn der Kunde in der Leitung ist. Kleine Wartezeiten, die uns nerven, Schlange stehen, weiß ich was, können sich nerven lassen oder Ihr Mantra machen. Es ist phänomenal, was diese einfache Übung tut. Und sie erweitert uns sozusagen. Das heißt, die Effekte sind ähnlich wie Leute, die sitzend meditieren. Sie berichten nach einigen Wochen, ich bin ruhiger, bin kreativer, schlafe besser ein, schlafe besser durch, kann besser mit Situationen umgehen, wo früher der Zorn in mir aufgestiegen ist, mehr Gelassenheit und all diese Dinge. Und das ist die Art von Mantram-Technik, die sehr geeignet ist für Menschen, die so in Hitze sind und sagen, ich kann mich nicht jeden Tag 10 Minuten hinsetzen, ich schaffe das zeitlich immer nicht, dass man mit dieser Methode, es wird also auch als Blocker bezeichnet, weil wir schwierige Situationen damit abblocken können. Es prallt dann an uns ab. Leuchtet das ein? Eine ganz einfache Technik. Das Buch heißt Hilfe durch die Kraft des Wortes, ist auf unserer Leseliste drauf. Oh, ich bitte um Entschuldigung. Wissen Sie, wir hatten so viele Bücher und dann haben wir immer wieder ein paar rausgeschmissen, weil es einfach zu viele Titel waren. Easwaran Eknath, Vorname. Hilfe. Haben wir es im Programm, Wolfgang? Also wir nehmen es auf alle Fälle wieder rein, richtig? Einverstanden? Hilfe durch die Kraft des Wortes. So, das ist Bauer, der Freiburger Bauer, 16,80 Mark. So. Das ist also diese Technik. Jetzt zeige ich Ihnen eine Atemtechnik. Auf die bin ich vor ein paar Wochen erst gestoßen. In unserer Firma üben alle fleißig.
Gell, Frau Bergmann, wie weit sind Sie jetzt? Atemtechnik, rhythmisch? Sehr schön. Diese Technik ist komischerweise anscheinend etwas schwierig zu verstehen. Also ich habe jetzt mehrmals versucht zu erklären, es gibt kleine Missverständnisse, darum machen wir einmal die Übung, damit Sie Fragen jetzt stellen können. Diese Übung ist ganz, ganz einfach und bewirkt eine ganze Menge. Jetzt zeige ich Ihnen zuerst, wie es geht. Sie können die Übung, ist ein rhythmisches Atmen, Sie können die Übung zum Beispiel beim Laufen machen, beim Gehen, beim Joggen und so weiter. Wenn Sie aber gerade nicht laufen können oder wollen, können Sie die Übung auch machen, indem Sie zum Beispiel mit Ihren zwei Händen einen Rhythmus auf die Stuhlkante oder wo Sie gerade sitzen, sich andeuten, sodass Sie in den Rhythmus, tak, 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 hineinkommen. Und jetzt ist der Witz folgendermaßen. Sie atmen zwei Schläge oder Schritte. Zwei, ein, zwei, aus. Nicht so schwer, ne? Beim nächsten Durchgang drei ein, drei aus. Beim nächsten Durchgang vier ein, vier aus. Und steigern so lange, bis Sie an die Obergrenze kommen, wo es nicht mehr angenehm ist. Ich gehe dann immer noch einen Schlag weiter, als gerade bequem ist. So. Also beim ersten Mal, beim Gehen, so wir haben so ein bisschen hügeliges Gelände, kam ich also auf sechs. Und als ich von dieser Technik hörte und es dann hieß, also angenommen, Sie kommen bis elf und dann geht's wieder zurück, zehn, neun, so dachte ich, elf, Wahnsinn, was sind das für Leute. Inzwischen habe ich Menschen kennengelernt, die tatsächlich im ersten Durchgang auf sogar 15, 20 kamen, die halt joggen und so weiter. Bei mir eher nicht der Fall. Völlig egal, wo Ihre Ausgangsposition ist, Sie gehen so weit, wie Sie können und ab dann gehen Sie genauso systematisch wieder retour. Wir machen es einmal durch, sagen wir bis sechs und dann wieder auf fünf, auf vier, auf drei, auf zwei. Das ist einmal erleben, falls Sie Fragen haben. Dann sage ich Ihnen die Vorteile der Übung. Probieren wir es einfach jeder für sich in dem Rhythmus, der Ihnen gerade angenehm ist. Einatmen zwei, ausatmen zwei. Einatmen drei, ausatmen drei. Einatmen vier, ausatmen vier. Gehen wir bis sechs, auch wenn Sie weiter könnten, und einmal zurück. Ja, das ist in dem Fall egal, sagt er, aber wenn Sie wollen, können Sie durch die Nase einatmen. Es gibt keine Art, das ist der Witz dabei. Also wenn ich das jetzt kurz demonstriere, ich würde also ein, aus, ein, aus, 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 ein, aus, 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 ein, aus, 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 aus. Total rund muss das sein. Keine Pausen dazwischen, kein Atemhalten, nichts dergleichen. Probieren Sie es einmal jeder für sich bis sechs und sehen, ob Sie klarkommen.